シンプルが似合ってる。シンプルで、よく似合いですよ。いや、新婚ですよね。これのどこがシンプルなの？どこがまた新にお出んの？シンプルで、よく似合いですよ。どこがなんだから、どこがな。全然シンプルじゃないよ。これあれじゃん？この前と、あれになれ。あの、お財布は全然、いくらでもかけてする。あれになるよね。ね、言うてるそばから、また、はい。
Autismus haben. Das können wir selber auch sehr gut beeinflussen. Das heißt, sozusagen entwickelt das Kind unser eigenes Lebensstil zu tun. Wenn es zu einer Herzschwäche kommt, wenn unser Herz zu schwach ist, dann kann es nicht mehr seine Aufgaben richtig erfüllen. Was diese Aufgaben sind, was die Ursachen einer Herzschwäche sind und auch was man dagegen tun kann, darauf gehe ich in diesem Video ein. Also gerne schauen Sie das Video an. Hallo und herzlich willkommen zum Videolisten. Mein Name ist Dr. Thomas Meike. Eine sehr häufige Erkrankung, die sehr viele Patienten haben, oder täglich mit Betroffenen oder Patienten man spricht, ist eine sogenannte Herzschwäche. In Deutschland sind knapp 1,6 Millionen Menschen davon betroffen. An 80 weiß man so, dass knapp 10% der Patienten davon betroffen sind. Und das ist eine sehr häufige Todesursache. Auch wenn das Herz zu schwach ist, dann kann es seine Aufgaben nicht mehr erfüllen. Es kann letztlich zum Beispiel auch zu einem Herzinfarkt kommen oder zu anderen Problemen. Welche Ursachen gibt es für Herzschwäche? Generell können die Ursachen ja mannigfaltig sein. Ganz wichtig dabei ist zu verstehen, dass es zum einen Risikofaktoren gibt. Und zwar Risikofaktoren dafür, dass es zu Problemen mit dem Herzen erst einmal kommt. Und diese Probleme, die führen dann zu einer Herzschwäche. Also Risikofaktoren, das sind typische Faktoren. Oft hören, die einfach über Spaß machen, das Leben verschönern, aber das auch schlecht sind, wenig Rauch, Alkohol, Fettleibigkeit, wenig Sport, also Stress etc. Das sind alles Risikofaktoren, die dazu führen können, dass es vor allem Probleme mit dem Herzen gibt, dass es Probleme mit dem Herzen gibt, nämlich dass es zu einer anderen Durchblutung des Herzens kommt. Als Beispiel, Rauchen, Alkohol etc., viel Fett, fettreiches Essen, führt dazu, dass unsere Gefäße verkalken, dass es zu einer Verkalkung der Gefäße kommt und damit auch, dass ein Herz nicht mehr richtig durchblutet wird. Das ist die sogenannte koronare Herzkrankheit, KAK, auch gehört gesagt. Für eine Herzschwäche. Darüber hinaus gibt es auch andere Ursachen, die habe ich ja aufgelistet, auch Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel Schädigung am Herzmuskel etc. Und diese Ursachen kann dann zu einer Herzschwäche führen. Welche Form der Herzschwäche gibt es? Ganz wichtig ist es, eine Herzschwäche zu unterscheiden zunächst zwischen einer akuten Herzschwäche und einer chronischen Herzschwäche. Die akute Herzschwäche, die ist jetzt akut in diesem Moment. Die kann zum Beispiel dazu führen, dass man akut ganz stark Lymphnot hat, dass es zu einem Herzinfarkt kommt etc. Und dann gibt es die chronische Herzschwäche, das ist die schleichende Herzschwäche. Das ist die, die sich oftmals über Monate oder Jahre entwickelt, die man oftmals gar nicht merkt, die dann oft auch zu einer akuten Herzschwäche, zu einem plötzlichen Herzinfarkt führen. Ja, aber wichtig ist erst einmal der Unterschied zwischen einer akuten und einer chronischen Herzschwäche. Und dann gibt es eine weitere Unterscheidung, die wir machen, nämlich danach, welcher Bereich des Herzens betroffen ist von dieser Schwäche. Und man weiß vielleicht aus dem Schulunterricht oder allgemein, dass das Herz aufgeteilt ist in ein linkes Herz und ein rechtes Herz, also zwei Hälften des Herzens und das rechts. Und das linke Herz ist einfach wichtig zu verstehen, dass es vor allem dafür zuständig ist, unseren Körper mit Sauerstoff und Blut zu versorgen. Wenn also unser Herz kommt, dass wir fühlen, dass es schlägt, dann sorgt es dafür, dass Blut aus dem Herzen in unserem Kreislauf gelangt. Dafür ist vor allem die linke Herzhälfte zuständig. So dann kann man also mit der linken Hälfte haben, eine linke Herzinsuffizienz auch genannt, das ist meistens der Fall, oder mit der rechten Hälfte oder mit dem gesamten Herzen. Bevor ich jetzt auf die Symptome eingehe, noch kurz, man teilt diese Herzinsuffizienz auch nach Stadien ein, da gibt es die sogenannte UHA-Klassifikation und das liest man oft auch im Arztbrief. So teilt man nämlich mal erstmal ein, 1 bis 4, 1 ist schwach, 4 ist stark, das bedeutet, dass man schon Beschwerden in Ruhe hat, je mehr man sich ja bewegt, desto mehr Sauerstoff braucht man, desto mehr arbeitet das Herz, wenn man also dann schon Beschwerden in Ruhe hat, wenn man sozusagen